2x10:0, aber 3:1, bist du zufrieden? Ja, ich bin schon zufrieden. Also wir wollten auf alle Fälle ein bisschen mehr Druck ausüben als am Mittwoch beim letzten Spiel. Und ich denke, das ist uns von Anfang an gut gelungen. War wieder schöne Kulisse hier. Ich war als Spieler schon hier und habe ich... Und du hast dreimal getroffen in einem Spiel. Hab ich vorhin auch von dir gehört. Ja, freut mich natürlich. Nee. Super Atmosphäre, schönes Stadion. Also wie gesagt, ich habe mich darauf gefreut und wollte aber auch, dass die Jungs das nutzen und ja, das haben wir über weite Strecken sehr, sehr ordentlich gemacht und heute bin ich zufrieden. Erste Halbzeit 7 Tore, zweite Halbzeit 3 Tore, kleine Diskrepanz, ärgert dich das? Ja gut, ich habe zur Halbzeit gesagt, wir wollen mindestens 10 machen, denn das war wahrscheinlich der Fehler. Zum ersten Mal hat Noah Joel Saren-Rennen-Basé mitgespielt, erstes Testspiel. Für ihn, wie bist du zufrieden? Ja gut, das ist eben für ihn auch jetzt, er hatte nicht so viele Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Nichtsdestotrotz ist immer ein Ansporn, wenn man dann im Spiel nochmal wieder mit dabei sein kann. Und das sollte er mitnehmen. Man hat schon gesehen, dass er noch eine Weile braucht, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Kotteka 0:10, die höchste Niederlage jetzt. Du warst bei allen 15 Spielen dabei. Schmerzt ein bisschen? Ja, natürlich schmerzt es. Wir wollten ja nicht 10-0 verlieren. Wir hatten das mehr vorgenommen. Aber ich muss fairerweise sagen, dass
den gleichen Tor bekommen haben und 96 für meinen Film hervorragender Fußball gespielt hat. Andersherum muss ich sagen, dass wir auch nette Gastgeber waren, weil wir teilweise körperlos und nur im Raum gespielt haben, im Prinzip auch ein bisschen Aggressivität haben vermissen lassen. Und dann wird man halt vorgeführt und ich denke, es war ein Lehrvortrag für uns, da können wir nur lernen. Und von daher Kompliment an Hannover 96 für die erstklassige Vorstellung. Wir wollen noch einmal, wir können gerne applaudieren, wir müssen schon hier in den Raum für Sponsoren und Freunde machen. Ab morgen beginnt der Porter-Pokal, gleich mit einer harten Aufgabe gegen den TSV Havelse. Jetzt werden die Jungs noch ein bisschen platt sein, was kannst du erwarten morgen? Ja, also ich erwarte, dass wir morgen natürlich gut in den Porter-Pokal starten, obwohl wir natürlich jetzt gerade 7 Trainingseinheiten haben. Und man merkt, dass die Mannschaft körperlich im Moment ein bisschen kaputt ist und jetzt ist der Wille gefragt und Engagement gefragt und jetzt zeigt sich die Mannschaft, dass sie beißen kann und ich hoffe, dass das morgen der Fall ist. Bevor aber, Christoph, wir über Havelse reden, möchte ich bitte die Gelegenheit nutzen. Daniel Stendl hat ja schon gesagt, dass Hannover 96 hier sehr, sehr gerne hierher kommt, weil es eine besondere Atmosphäre ist, wir immer nette Gastgeber sind, aber ich möchte mich ganz besonders bei der VGH bedanken. Die VGH ist dafür zuständig, dass wir hier dieses Superspiel heute erleben können. Vielen, vielen Dank an die Versicherungsgruppe Hannover, dass sie uns das ermöglicht haben. Toi, toi, toi für ihn und wie gesagt, Dankeschön, dass das passiert ist. Dann ist die Zeit rennt. Wir haben den 10. Juli und in einem Monat ist der erste Spieltag der zweiten Liga schon wieder Geschichte. Morgen geht es ins zweite Trainingslager. Erwartungen daran? Ja, wir sind jetzt, denke ich, schon eine ganz gute Einheit geworden. Die Gruppe ist zusammengewachsen. Wir wollen natürlich da weitermachen und wir wollen das eine oder andere taktische versuchen, uns noch mehr zu erarbeiten. Wie gesagt, es sah heute schon ganz ordentlich aus. Und, ja, dass wir dann gestärkt in die letzten zwei Wochen reingehen, wo dann auch nochmal gegen höherklassige Mannschaften spielen und dann gut gewappnet zu sein am 5. August in Lautern und hoffentlich positiv zu starten. Die Kollegen haben mir eine Frage mit auf den Weg gegeben. Niklas Hülko kommt morgen nicht mit ins Trainingslager, wie er gewünscht wurde. Gibt es einen neuen Stand? Er hat gestern noch ein wunderschönes Tor für Nürnberg erzielt. Es gibt keinen neuen Stand. Wir fahren morgen ins Trainingslager und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, ganz herzlichen Dank.